Ahoi, da wären wir wieder. Um nicht um den heißen Brei länger herumzureden als nötig, wir werden uns jetzt dem Skelettmutanten stellen. Ich kann nur nochmal wiederholen, was für eine scheiß Idee das war. Ich will ja jetzt hier wirklich nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber du und du. Ihr habt dafür gestimmt, sich dem Mutanten zu stellen, anstatt sich auf die Suche nach dem Labor zu machen. Wenn das schief geht, nehme ich euch in die Verantwortung. Also gut, ich habe mir bereits alles Wichtige für den Kampf gekrallt, mitsamt unseres super seltenen, enchanteten goldenen Apfels und bin so breit, wie ich es sein kann. Also rein da. Ich würde sagen, wir legen uns hin und sobald der nächste Morgen anbricht, machen wir uns auf den Weg zum Skelettmutanten. Columbus, mein Bester, ich weiß, du würdest mich gerne begleiten und ich hätte dich auch super gerne dabei, einfach weil ich Schiss bis oben hinstehen habe, aber ich habe Angst um dich. Du bleibst hier und passt ein bisschen auf die Burg auf, ja? Und ja, ich komme bald wieder. Ich komme bald wieder, mein Bester. Und so stapfte ich voller Selbstsicherheit in Richtung der Burgruine. Warum mache ich das? Oh, Alter! Beruhig dich doch! Manche Dinge ändern sich auch nie, ne? Ach du Scheiße, da ist er. Da ist die Burg. Ach du Kacke. Alles gut, alles gut, alles gut. Gar kein Problem, gar kein Problem. Oh, du heilige Scheiße. Okay. Jo. Gott, Äpfel, Gott, Äpfel. Shit. Wow. Ist der zerfetzt in seine 1000 Bestandteile. What the hell? Kann ich damit irgendwas machen? Oh, ich kann die mitnehmen. Oh, nice. Lul. Ich sammle die mal alle ganz brav ein, bevor die sich wieder zusammensetzen oder irgend so eine Scheiße. Ach, du heil. Habe ich seinen Kopf? Lol, ich hab einen. Damn, es wird auch schon wieder Nacht. Ich würde gerne diese Ruine auschecken, aber nicht mitten in der Nacht. To be honest, warum habe ich eigentlich immer noch Debuffs drauf? Ja, moin. Ich glaube, ich gehe in den Turm da oben.
Genau, mach den ganz entspannten und check die Ruine in Ruhe am nächsten Tag aus. Hast du dir wirklich verdient. Holy, ich kann es immer noch kaum fassen. Er hat es tatsächlich geschafft. Weißt du, was wir machen? Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Nacht zu verschwenden und einfach hier oben zu hocken. Wir nehmen die Beine in die Hand und rennen in der Nacht einmal kurz nach Hause. Keine Sorge, wir kommen am nächsten Tag wieder und checken die Ruine aus und gucken, was da so ist. Aber ich will jetzt hier nicht die ganze Nacht hier oben hocken und mir die Beine in den Bauch stehen. Wir rennen nach Hause, sortieren unser Inventar weg, gucken, ob die Knochen irgendwas machen. Kann ich den aufsetzen? Oh, damn. ja, gut. Hätten wir das auch mal gemacht. Ja. Oh, mein Gott. Wow. Holy, die kommen hier hoch. Ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, wir rennen jetzt einmal schreiend nach Hause, würde ich sagen. Bin ich hier überhaupt richtig? Wir sind fast da. Das war doch gar kein Problem. Columbus, mein Bester. Moin. I freaking did it. Was haben wir denn noch hier so? Okay, ein paar Knochen. Okay, Schultern. Aha. Hier noch so ein Oink-Oink-Postmortem. Ist auch ganz nett. Schaut euch mal bitte an, was man für einen schnieken Scheiß aus den Knochen des Mutanten basteln kann. Oh boy. Ich kann Mutant Skeleton Leggings machen. Kann ich die jetzt einfach... Wow, bin ich schnell. Wow, wow, wow. Wow, ist das krass. Okay, die sind natürlich deutlich schlechter als meine normalen Leggings von der Rüstung her. Aber ich bin halt legit fast wie Fick. Neben dem Speedhöschen konnte ich noch die einzelnen Rippen zusammensetzen, was aber irgendwie nicht sonderlich nützlich erschien. Aha. Ein Ribcage, okay. Oh, den kann ich nicht anziehen. Was ich aber anziehen kann, sind die Schuhe, die ich jetzt gebastelt habe. Guckt euch mal diese krassen Dinger an. Oh, damn. Wait, ich habe einen Jump Boost? Liegt das am... Nee, es liegt nicht am Helm, es liegt an den Schuhen. Ich habe... What? Kann ich jetzt einfach hier drüber springen? Jo, wahrscheinlich, oder? Nehme ich. Danke dir. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, was ich mit der Rüstung machen soll. Ich meine, ich wollte sowieso zur Schmiede, weil mir ist aufgefallen, unser Bogen heißt nicht mehr Hilde. Das ist noch Hilde, keine Sorge, die ist noch irgendwo da drin. Aber ich glaube, beim Verbessern oder so, oder beim Enchanten, hat sie den Namen irgendwo verloren. Dem würde ich ihr gerne wiedergeben. Boah, bin ich schnell. Das ist halt... What the hell? Das ist crazy. Das macht richtig Bock. Ja, bestimmt gar kein Problem, dass der Typ, der ohnehin schon an maßloser Selbstüberschätzung leidet, jetzt noch einen Geschwindigkeits- und Jumpboost hat. Jetzt mal angenommen, nur so rein hypothetisch, es käme jetzt ein Blutmond. Und der Boy entscheidet sich, warum auch immer, dafür, mit seiner neuen Beweglichkeit draußen rumzurennen. Das kann nicht gut enden. Naja, aber Gott sei Dank kommt jetzt kein Blutmond und dementsprechend müssen wir das auch erstmal nicht rausfinden, also alles gut. Das könnte ich aber das machen. Nee, der setzt ihn immer auf. Okay, gut. Ja, perfekt. Warum? Was habe ich dir getan? Ich habe doch gerade eben mich besiegt. Gehst du bitte von dem Lavasee weg. Columbus. Das ist jetzt hier nicht Zeit zum Spielen. Komm, hier der Blood Moon. Der ist da. Komm, 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 komm. Ich meine, diesmal werden wir immerhin nicht mit unserer Hose unten erwischt, sondern unsere Hose ist fast ganz oben. Wir sind nämlich gerade eigentlich so gut wie in unserer Burg drin. Ich muss eine Sache noch testen. Es tut mir leid, aber ich muss es testen. Ich muss wissen, ob das geht. Oh, hell freaking yeah, es geht. Okay, der Blutmond ist da, aber noch kein Grund zur Panik, weil er scheint ja den Entschluss getroffen zu haben, einfach in der Burg zu warten, was die einzig richtige Entscheidung ist. Ich meine, ich bin jetzt schnell wie sonst was, ne? Ich kann eigentlich draußen bleiben. Was? Nein, bist du bescheuert? Ich meine, was sollen sie machen? Ganz ehrlich. Dich umbringen zum Beispiel? Wollen wir das mal testen, draußen rumlaufen und gucken, was passiert? Ich habe weder die Zeit noch die nötigen Wachsmalstifte, um dem Typen zu erklären, warum es keine gute Idee ist, jetzt rauszurennen. Komm, renn einfach mal raus. Ich bin schneller als alles. Blutmond, Kreaturen überall, der Tod ist nur ein Banshee-Slow entfernt und der Typ hier hat seinen Gute-Laune-Tee ganze 8 statt den angegebenen 4 Minuten ziehen lassen und ist jetzt so richtig am Eskalieren, oder was? Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Wortwörtlich. Holy moly. Lass mich rein, da ist wieder so ein Banshee. Lass mich rein. Scheiß auf den. Oh mein Gott, Banshees. Ich hasse die Dinger. Oh, die habe ich total vergessen. Oh, vielleicht doch nicht so clever, hier draußen zu sein. Die Banshees slowen mich halt runter wie nichts, ne? Okay, weißt du was? Wir gehen zurück. Hihi. Hallo, Freunde. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Wir gehen einfach direkt wieder. Hihi, oh mein Gott.
Oh. Komm, wir gucken uns das mal von der Mühle oben an. Hallo, Welt. So friedlich hier oben, ne? Ah, da ist wieder so ein Banshee. Da müssen wir echt aufpassen. Da ist noch einer. Kann ich den von hier... Oh mein Gott, er kommt. Oh. Oh, oh, aber gerade noch so erwischt. Gerade noch so erwischt. Komm mal. Oh, 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 oh. Aus dem Himmel geholt. So, ich hüpfe mal hier ganz vorsichtig wieder runter. Freunde, darf ich? Ich möchte da gerne raus. Ist das denn zu viel verlangt? Okay, Saloon ist geschlossen, Leute. Ich möchte da bitte wieder raus. Scheiße. Hilfe! Ach, du heilige Scheiße. Das wollte ich nicht. Boah, ey. Nee. Nee, doch keine gute Idee rauszugehen. Das ist keine gute Idee. Also das hätte man jetzt wirklich nicht ahnen können. Wir bleiben drin. Habe ich gerade beschlossen. Das ist so geil, so unfassbar schnell zu sein. Aber auch gefährlich, weil gerade hat meine Geschwindigkeit mich direkt von der Mühle da vorne gejietet. Er könnte schießen, wie er wollte. Ich komme hier nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann hier gar nicht runterfallen, aber doch, Banshee und Skelett in Kombination. Das Banshee zieht mich zur Kante und das Skelett ballert mich runter. Doch, ist vielleicht, nee, ich bleib drin. Und er ist dann tatsächlich auch drin geblieben. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Da vorne ist schon wieder so ein Ghoul mit so einer Goldrüstung. Oh mein Gott. Oh, Skelett. Skelett, mach ruhig. Mach bitte ruhig. Danke sehr. Okay, kurze Essenspause, Leute. Ich meine, die Geschwindigkeit ist geil und das Hochspringen auch. Aber ich bin halt zu schnell für mein eigenes Wohlergehen. Ich habe gerade Columbus gehört. Columbus? Da ist Columbus. Wo warst du die ganze Zeit? Ich bin um mein Leben gerannt und gefallen. Aber schön, dass du wieder da bist. Boah, wenn die einen einmal in so einer Ecke haben, ne? Die ekelhaften Elendigen. Die restliche Räumungsaktion verlief relativ ereignislos, sodass ich die frisch gewonnenen XP nutzen konnte, um die gute Hilde zu reparieren. Hilde, da kostet 10 Level. Okay, haben wir aber wieder einen heilen Bogen. Der Amboss ist kaputt gegangen. So, Columbus, bei Fuß. Ich sag zwar bei Fuß, aber sind wir mal ehrlich. Den sehen wir nie wieder. Ja, sag ich doch, er ist weg. So, dann kriegst du einen schönen Kopf und natürlich einen Bogen. Und jetzt haben wir unseren Mini-Skelett-Mutanten, der unser Feld beschützt. Was machen unsere Hühner eigentlich? Gibt's die noch? Jo, tatsächlich. Krass. Die hatten wir ja ursprünglich mal hier hinquartiert, weil ich dachte, ich brauche Pfeile. Ja, und dann habe ich Hilde kennengelernt. Und jetzt ist es endlich an der Zeit, sich zurück zur Burgruine aufzumachen. Was bist du denn? I came looking for booty. Oh, okay, Columbus. Ja, mach, ich muss das nicht sehen. Guck mal, Columbus, hier ist noch einer. Hast du Bock? Oh, aber er hat Bock auf mich. Columbus. Jetzt kommt er auch, oder was? Holy shit, jetzt kommen die alle. Ihr wart doch gerade so lieb. Was hast du denen getan, Columbus? Was habe ich... Oh, ich habe einen Boarhead. Oh, lul. Kann ich ihn aufsetzen? Nee. Columbus, wir haben Kopf. Kann ich ihn irgendwo dran machen? Lol. Okay, cool. Wir brauchen eine Jagdhütte oder so. Oh, wir müssen uns im Wald eine Jagdhütte bauen, eine kleine. Entweder das oder wir nehmen das hier mal ernst. Du bist in einem ewigen Zyklus des Vergessens gefangen. So unfassbar viele Dus waren schon vor dir da. Es gab sogar eine ganze Stadt. Was ist damit passiert? Von wem wurde der Gläubiger angeleitet? Und wieso hat er sich abgewendet? Was, wie, wo? Es gibt so unfassbar viele Geheimnisse zu entschlüsseln. Und du denkst an eine scheiß Jagdhütte? Mann, komm mal klar. Hallihallo, da sind wir wieder. Okay, Ruine. Hallöchen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier noch irgendwas ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirkt alles nur so super eingestürzt. Oh, eine Kiste. Ich meine, danke, aber eine Diamond Wolf Armor. Ich glaube, dass Columbus bald sehr, 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 sehr schick aussehen wird. Ja, das war's. Hä? Das war? Da, da.
Dafür habe ich... Hä? Ich meine, hier kann ich einmal im Kreis drumherum gehen. Nichts mehr, alles eingestürzt. Ist da oben noch irgendwas? Und... Wow. Nee. Wo komme ich hin? Ah, hier unten komme ich wieder in den Raum. Okay. Ah, Bücherregale. Ich meine, wo wir schon mal hier sind, können wir die auch eigentlich mitnehmen, ne? Habe ich jetzt eigentlich nichts gegen. Können wir eigentlich immer... was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, shit. Angst. Ein weiteres Buch. Angst. Dann zeig mal her. Wer auch immer das hier findet, ich muss dir etwas sagen. Etwas sehr Wichtiges. Wir haben eine Verbindung zu unserem direkt Vorgänger. Diese Verbindung ermöglicht es uns, einige Dinge zu sehen, zu spüren, die unser Vorgänger auch gesehen und gespürt hat. Bestimmt ist es dir auch schon so ergangen. Eventuell liest das hier auch mein direkter Nachfolger, was hochinteressant wäre. Doch ich will nicht abschweifen, denn es gibt einen Grund, wieso ich mich davon losgesagt habe, all mein Wissen in der Bibliothek zu lagern. Es ist natürlich einer der sichersten Orte auf dieser Welt und es macht in unserer Situation ja auch Sinn, es gebündelt an einem Ort zu hinterlassen. Doch so sicher unsere Stadt auch sein mag, genau diese Ansammlung an Wissen und Geschichte an einem Ort macht es angreifbar. Um auf das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen und meine Gedanken mal zu teilen. Es ist verwunderlich, obwohl wir die gleiche Person sind, du und ich, egal wie viele Zeitlinien du auch hinter mir liegen magst. Wir haben andere Interessen, benutzen andere Waffen, haben andere Vorzüge beim Speisen, denken eventuell unterschiedlich und kommen so auch zu anderen Schlüssen. Doch uns allen ist klar, dass wir an einem Heilmittel gegen dieses Vergessen arbeiten müssen. Dieser ewige Zyklus muss ein Ende finden. Es ist nur logisch und erstrebenswert, sein Leben genau diesem Zweck zu widmen, seitdem wir die Grundversorgung und Sicherheit in unserer Stadt gewährleistet haben. Mein Vorgänger, er hat schon sehr viel geforscht und war augenscheinlich auch sehr geschickt in dem, was er da tat. Ich weiß nicht, wie er sein Ende fand, doch er war sehr akribisch darin, alles zu notieren, nur für den Fall, dass er draußen von der Säuberung oder Ähnlichem überrascht wird. Dank seiner Notizen war ich schnell auf dem neuesten Stand und konnte mein bisheriges Leben allein der Forschung widmen, auch wenn ich irgendwie nicht wirklich vorankomme. Ich habe diese Eigenschaft, alles zu notieren, von ihm übernommen, doch ich sammle mein Wissen nicht in der Bibliothek, wie es alle anderen taten. Ich lagere es nicht mal an einem einzelnen Ort. Ich bin anscheinend der Erste, dem aufgefallen ist, wie sehr wir uns von Erwachen zu Erwachen verändern. Eventuell war es ja auch schon mal bekannt und dieses Wissen ist irgendwie verloren gegangen. Zumindest konnte ich nichts diesbezüglich finden. Doch nun zum Casus Knactus. Diese stetige Veränderung macht mir Sorgen. Nein, um ganz ehrlich zu sein, sie macht mir Angst. Was, wenn ich erwache und mir plötzlich nicht mehr klar ist, dass ich den Zyklus durchbrechen sollte? Was, wenn ich so geschützt ist, all das Wissen in meiner Stadt und doch so angreifbar? Eventuell bin ich mir selber mein größter Feind bei der Suche nach einem Heilmittel. Ich mache mir hier bestimmt einen Kopf um nichts und ich habe auch deutlich Besseres zu tun, als meine Notizbücher auf der Welt zu verstreuen. Es gibt ein Heilmittel, das entwickelt werden will. Und doch bin ich hier, schreibe und verstecke. Eventuell danke ich mir noch dafür oder verfluche mich. Eventuell auch beides. Was es auch sein wird, ich sollte jetzt weiter forschen.